Zwei Frauen ist schweres Unrecht zugefügt worden. Sie heißen Brünhild und Kriemhild. Und da beide Frauen von hohem Stand sind, also einflussreich, haben sie die Möglichkeit, fürchterliche Rache zu nehmen. Die Frauen verbindet ihre Beziehung zu Siegfried, einem Königssohn von außergewöhnlicher Kampfkraft und sehr einfältigen, um nicht zu sagen schlichten Gemüt. Die Spannungen zwischen den Hauptfiguren, ein paar weitere kommen im Verlauf der Geschichte hinzu, enden tödlich. Nicht nur für die Hauptpersonen, es werden auch deren Anhänger, Gefolgsleute, Dienerschaften ins Unheil gerissen. Aus dieser mittelalterlichen Welt gibt es kein Entkommen. Überliefert sind uns die blutigen Ereignisse, die Folgen von Verrat und Rache im Nibelungenlied, einem der bekanntesten Werke der mittelhochdeutschen Dichtung. Im 19. und im 20. Jahrhundert wurde dieses Werk zum deutschen Nationalepos schlechthin hochgejubelt. Das nutzte weder dem Werk, noch nutzte es bekanntlich den Deutschen. Im Gegenteil. Zudem schmücken sich die Deutschtümler, die im Nibelungenlied unser vermeintliches Kulturerbe bejubeln, mit angeklebten Federn. Die Ursprünge dieses Epos von gut 2.500 Strophen weisen nämlich in den Norden, Skandinavien. Die Frage der Autorenschaft aber ist bis heute ungeklärt. Zu kennen glauben den Inhalt die meisten unserer Zeitgenossen. Das liegt naturgemäß auch an den vielen Bearbeitungen, die der Stoff erfahren hat. Am bekanntesten ist sicher die Opernfassung Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Doch auch die dreiteilige Theaterfassung von Wagners Zeitgenossen, dem norddeutschen Dichter Friedrich Hebbel, hinterließ nach 1862 ihre Spuren, wurde nicht ganz im Willen ihres Autors gefeiert, weil sie den nationalen Geist so befeuere. Schließlich hatte Hebbel seinem Stück den Untertitel Ein deutsches Trauerspiel gegeben. Und krakenhaft griff die Geschichte auch nach den deutschen Schulbüchern, machte sich breit in Kindernamen. Die Knaben hießen Gunther, Siegfried, Dankwart, Gernot und so weiter. Die Mädchen entsprechend Brunhilde und Gertrud, Ortrun oder Sieglinde. Über ganze Generationen wurden von Nibelungen begeisterten Eltern diese Namen über ihrem Nachwuchs ausgekippt. Und wie jede Mode datieren sie ihre Träger und kennzeichnen ein wenig auch die ideologische Einstellung der Familien. Auch das deutsche Militär griff gern und dankbar auf Begriffe aus dem Dunstkreis der Nibelungen zurück. Jedem von Ihnen, verehrte Zuschauer, fallen dazu leicht ein paar Beispiele ein. Hermann Göring fiel angesichts der sich abzeichnenden Niederlage von Stalingrad als passender Vergleich und als Anfeuerung der Kampf der Nibelungen ein. Auch die Nibelungentreue gehört in diesem Kontext und die wunderliche Aufforderung Kaiser Wilhelms II. An seine Soldaten, sie sollten sich im Kampf gegen die Chinesen so grauenvoll verhalten wie die Krieger von König Etzel. Es gehört, meine Damen und Herren, in diese kurze deutsche deutungsgeschichtliche Betrachtung auch der Hinweis, dass der Text gleichsam gegen seine populäre Bedeutung gelesen und interpretiert wurde. Das heißt, es gab auch andere Stimmen, sowohl in der Oper wie auf der Bühne. Ich nenne für Letztere hier nur die Namen Volker Braun und Heiner Müller. Wenn Sie sich in die Rezeptionsgeschichte vertiefen wollen, einen entsprechenden Stichwortkatalog befragen oder eine robuste Suchmaschine, dann seien Sie auf eine gewaltige Materialschlacht gefasst. Wir können auf diese akademischen Schätze nur hinweisen, dürfen Ihnen, verehrte Zuhörer, aber hier leider nur kurz die gleichsam reine Fassung der Geschichte vortragen. Der Beginn des ersten Teils führt uns an den burgundischen Hof nach Worms. Hier herrschen drei Könige, die drei Brüder Gunther, Gernot und Giselher. Die Kunde von der Schönheit ihrer Schwester Kriemhild ist auch zu Siegfried, dem Sohn des Königs von Niederland, gedrungen. Er beschließt, um Kriemhild zu werben und zieht deshalb nach Worms. Seine Ankunft wird dort nicht ganz ohne Besorgnis zur Kenntnis genommen, insbesondere Hagen von Tronje, ein Verwandter und Vasall des Hofes,
fürchtet eine Verschiebung des Machtgefüges. Denn Siegfried läuft ein gewaltiger Ruf voraus. Er hat gegen Riesen gekämpft und gegen den unheimlichen Zwerg Alberich. Er hat den Hort des Königs Nibelung in seinen Besitz gebracht, dazu das Schwert Balmung und eine Tarnkappe, die ihn gleichzeitig unsichtbar macht und die Kraft von 12 Männern verleiht. Zudem hat er einen Drachen erschlagen, in dessen Blut gebadet und sich dadurch mit einer Schutzhaut aus Horn überzogen. Fast ein Ganzkörperschutz, doch eben nur fast. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Dennoch wird dieser mächtige Siegfried als Gast am Hof in Worms willkommen geheißen. Er wird auch als Waffenbruder akzeptiert, als die Feinde, als die Könige von Sachsen und Dänemark den Wormsern den Krieg erklären. Schließlich erweist sich sein Einsatz als kriegsentscheidend. Zum Lohn winkt dem Helden die Hand von Kriemhild. In einem gleichsam parallel verschobenen Handlungsstrang wirbt König Gunther um Brünhild, die Königin von Island. Das Nibelungenlied stattet diese Frau mit übernatürlichen Kräften aus. Wer sie gewinnen will, muss sie im Wettkampf bezwingen, einen Felsen und einen Speer weiter schleudern als sie und auch weiter springen als Brünhild. Scheitert der Bewerber, ist sein Leben verwirkt. Diese Anforderungen übersteigen das normal menschliche Vermögen, selbst das eines normalen Königs. Daher muss Siegfried seinem künftigen Schwager beistehen. Er wird sich, das ist der Plan, als Vasall, also als Getreuer, als Knappe von König Gunther ausgeben, im Wettkampf aber seine Tarnkappe aufsetzen und so in aller Heimlichkeit die geforderten Leistungen für Gunther vollbringen. Das ist mehr als ein Schabermack, das ist eindeutiger Betrug. Und er gelingt. Brünhild ist bereit, sich Gunther, dem vermeintlichen Helden und Bezwinger, hinzugeben. Die Hochzeit soll in Worms gefeiert werden, dort, wo auch Kriemhild auf den Bräutigam wartet, auf Siegfried. Auf diesem Hochzeitsfest begegnen sich erstmals Brünhild und Kriemhild. Kriemhild, die der Isländerin als Braut von Siegfried vorgestellt wird. Und hier wird Brünhild erstmal stutzig. Siegfried, ein einfacher Vasall, als Bräutigam von Kriemhild, der Schwester des Königs. Wie kann eine solche Frau einen einfachen Vasallen heiraten? In der Hochzeitsnacht kann Gunther seine Frau nicht bezwingen. Er wird gedemütigt und muss wiederum Siegfried um Hilfe bitten. Dieser greift in der folgenden Nacht wieder zur Tarnkappe, um Gunther, die Gattin, naja, gefügig zu machen. Zur Erinnerung an, zum Hohn auf diese scheußliche Tat, stiehlt Siegfried einen Ring und den Gürtel von Brünhild. Später schenkt er den Schmuck Kriemhild. Brünhild ist jetzt nicht nur zweimal äußerst schändlich betrogen worden. Sie hat durch die Entstehung dieser Schmach, die Entehrung, die ihr Siegfried zugefügt hat, auch die Kraft verloren, die sie früher zu einer so außergewöhnlichen, zu einer so mächtigen Frau gemacht hatte. Aber sie sind auf Rache. Die Möglichkeit ergibt sich erst nach einer gewissen Frist und indem sie einen Verbündeten gewinnt, Hagen von Tronje. Siegfried und Kriemhild sind nach Worms gekommen, waren zuvor auf ihren Gütern im Niederrhein. In einer sehr unangenehmen Auseinandersetzung klärt Kriemhild ihre Schwägerin darüber auf, wie ihre Hochzeitsnacht wirklich verlaufen ist. Zeigt zum Beweis die gestohlenen Schmuckstücke. Ohne es zu wissen, hat sie damit Siegfrieds Schicksal besiegelt. Hagen gewinnt König Gunther für ein Scheinmanöver. Vorgeblich geht es in eine Schlacht, dann doch auf eine Jagd. Kriemhild, die nichts von der Bedrohung ahnt, bittet ausgerechnet Hagen auf ihren Mann zu achten, zeigt ihm die einzige verwundbare Stelle von Siegfrieds Körper, dort, wo auf dem Rücken wo ein Lindenblatt beim Baden im Drachenblut die Bildung von Horn verhindert hatte. Und genau in diese Stelle fährt Hagens Speer. Daran, dass Hagen der Mörder ist, kann es keinen Zweifel geben. Sobald er neben den Leichnam tritt, blutet die Wunde, die er geschlagen hat. Ein neuer Verrat ist begangen worden. Diesmal ist Kriemhild die Betrogene. Ihre Rache
dessen darf man gewiss sein, wird folgen. Im zweiten Teil. Der zweite Teil des Nibelungenlieds setzt 13 Jahre später ein und erzählt von dem blutigen Untergang der Burgunder, von Kriemhilds Rache. Ihr erster Plan war misslungen. Sie wollte mit dem Nibelungenhort viele mächtige Allianzen schmieden, damit sie den verhassten Hagen aus dem Weg räumen konnte. Doch der Feind witterte die Gefahr und ließ den Schatz im Rhein versenken. Beim zweiten Versuch setzt sie auf ihre Rolle als Frau. Als Etzel, der König der Hunnen, um ihre Hand anhält, willigt sie ein, allerdings nur unter der Bedingung, dass ihr Gemahl sie bei der Durchführung ihres Racheplanes unterstützt. Darüber geht einige Zeit ins Land. Die Opfer, die Kriemhild sich auserkoren hat, müssen sich erst einmal in Sicherheit wähnen, sollen denken, die Zeit habe viele Wunden geheilt. Etzel ist inzwischen Vater eines Sohns geworden, Ortlieb. Und als dieser seinen 6. oder 7. Geburtstag feiert, lädt Kriemhild die Verwandtschaft aus Worms an ihren Hof nach Wien ein. Naturgemäß wittert Hagen Verdacht, naturgemäß warnen Nornen, naturgemäß baut sich alles Unheil der Welt zusammen und entlädt sich in einem gewaltigen Blutrausch. Das ist ein dramatischer Höhepunkt. Nein, dieses Ende hat eigentlich viele dramatische Höhepunkte. Aber nehmen wir diesen, ein grauenvolles Feuer bricht aus, Eingeschlossene trinken das Blut von Erschlagenen und Kriemhild übt Rache. Mit Siegfrieds Schwert schlägt sie Hagen den Kopf ab. Und auch hier hat das Meer, die Geschichte, noch kein Ende. Wie es im Text heißt, die Vernichtung, die Selbstvernichtung ist allumfassend. Ich habe jetzt vielleicht den Fehler begangen, meine Damen und Herren, die Geschichte etwas zu pointiert auf Szenen des Schreckens hin zu erzählen und dabei die lyrischen, die spielerischen Momente unterschlagen. Wir sollten daher beim Lesen, beim dringend empfohlenen Lesen auf keinen Fall so viel Fahrt aufnehmen, wie ich das jetzt gerade bei der Nacherzählung gemacht habe. Aber lassen Sie mich Ihnen zum Abschluss noch von einem anderen Umstand erzählen, der zur Geschichte des Nibelungenliedes gehört. Dieses ergreifende Werk der mittelhochdeutschen Dichtung stammt nicht aus der Feder eines Dichters. Es ist vielmehr durch die Jahrhunderte von einer Reihe von meist unbekannten Bearbeitern, Weiterentwicklern, Anregern, Sekretären, was Sie wollen, fortgeschrieben worden. Viele deutsche Germanisten hätten inbrünstig gern zu dem Nationalepos auch den deutschen Nationaldichter gehabt. Walter von der Vogelweide etwa oder Wolfram von Eschenbach oder wie die Lichtgestalten des Minnesangs auch immer hießen. Diese Versuche hingen eng mit der Vorstellung zusammen, dass zu einem genialen Werk eben auch ein und nur ein schöpferischer Genius gehört. Doch diese Geschichte von den zwei Frauen, an denen Verrat begangen wurde und die Rache suchten, diese Geschichte von einem edlen Ritter, der doch nicht ganz unfehlbar war, diese Geschichte ist ein Gemeinschaftswerk, erzählt, weitererzählt, aufgeschrieben, verändert, ein Erzählfluss, wenn Sie so wollen. Und auch darin liegt sein großer Reiz.